Eine starke Trockenheit hat das südliche Namibia fest in seiner Hand. Steine, Sand und verdorrte Sträucher prägen die Landschaft. Der fehlende Regen hat den Fluss austrocknen lassen. Und wo vorher noch starke Raubwälse anzutreffen waren, tummeln sich jetzt nur noch Ameisen, Klippschliefer und Webervögel. Die geschickten Tiere haben es sich in einem der letzten grünen Bäume zu Hause gemacht und schmücken die kahlen Äste mit ihren filigranen Nestern. Neben den kleineren Tieren finden sich in dem 10.000 Hektar großen Jagdgebiet zahlreiche Wildtiere, wie Oryx, Kuhantilope, Kudu oder Springböcke. Wir sind zu Besuch auf Falkenhorst, eine ehemalige Rinder- und Ziegenfarm, die ihren Fokus auf die Jagd verlegt hat. Vor allem Springböcke und Oryx kommen flächendeckend vor und sind ein fester Bestandteil im Speiseplan der Familie Fechter. Auch eine Gruppe aus Deutschland möchte für knapp eine Woche in dieser einzigartigen Landschaft jagen. Geführt werden die Jäger dabei von Sebastian Fechter und Berufsjäger Helgard. Bevor es auf die erste Pirsch geht, gibt es zur Begrüßung traditionell einen Springbockbraten. Am nächsten Morgen rollt der erste Wagen vom Hofgelände. Zusammen mit Dackelrüde Leo geht es raus in das weitläufige Revier. An einer günstigen Stelle im Revier versuchen die Jäger ein passendes Stück auszumachen. Also wir haben hier sehr, sehr offenes Gelände bei uns, etwas hügeliges Gelände. Das heißt, man kann sehr gut glasen. Man kann das Wild von Weitem ausmachen mit dem Fernglas und dann das Wild zu Fuß angehen. Also wir jagen hauptsächlich zu Fuß oder pirschen das Wild dann an. Und man kann sich dann darauf einstellen, dass es unter Umständen richtig lange Fußmärsche werden auch, weil das Wild ist schon sehr wachsam hier in dem offenen Gelände und schwierig anzugehen. Aber das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, vor allen Dingen auf Oryx und Springbock, die sehr gut äugen können. Das sind auch beim Siedelweber, aber das Nest ist sicher so 30, 40 Jahre alt schon. Also es ist eine Kolonie, es wird dann immer größer und irgendwann sieht man auch schon, der Ast ist so nach links geneigt, also irgendwann bricht das dann zusammen und dann fällt es auseinander, dann müssen wir wieder neu bauen. An einem alten Webernest stellen sie das Auto ab, um zu einer vielversprechenden Stelle zu pirschen. Keine 50 Schritte vom Auto entfernt kann Sebastian eine Gruppe Springböcke ausmachen. Ein Bock ist dabei, den sich Sebastian aus der Nähe ansehen möchte. Doch bevor sie nahe genug an das Wild herankommen, dreht der Wind und die Chance ist vertan. Wir gucken mal, dass wir einen anderen Bock oder andere suchen, weil wenn die erstmal was mitgekriegt haben oder so, sind die erstmal mit beiden nervös.
und äugen ganze Zeit. Also ich denke mal, wir fahren ein Stück und glasen dann wieder und gucken, ob wir vielleicht einen einzelnen Bock finden. Genau. Wieder zurück am Auto nehmen sie Wilhelm mit, der während der kurzen Pirsch gewartet hat. Gegen den Wind will Sebastian in die Nähe einer kleinen Wasserstelle pirschen. Plötzlich machen sie eine Gruppe Springböcke aus, die sich auf einem Hügel eingestellt haben. Die kämpfen ist der Stärkere. Ja, der Link, also der jetzt. Doch bevor er die vertrauten Tiere anpirscht, möchte er sich vergewissern, dass im Tal kein passender Oryx oder Springbock ist. Gedeckt durch die Sträucher pirschen sie unter den wachsamen Blicken der Springböcke immer näher an das Wasserloch. Doch anstelle eines passenden Oryx stehen plötzlich zwei Warzenschweine vor ihnen. Michael muss sich schnell bereit machen. Der hintere Keiler passt. Okay. Da liegt, oder? Alter. Der Keiler liegt im Feuer. Aber Sebastian möchte das Warzenschwein vorerst liegen lassen, um die Springböcke nicht zu vertreiben. Denn zum Glück konnten diese den gedämpften Schuss nicht einordnen und verharren weiter auf der Anhöhe. Okay. Muss mal gucken, wenn der hier. Während sie darauf warten, dass sich die Gruppe wieder etwas beruhigt, zieht ein junger Bock keine 20 Meter vor den beiden durch. Auch er hat den gedämpften Schuss nicht gehört. Nachdem wieder etwas Ruhe in die Herde eingekehrt ist, versuchen die beiden ihr Glück. Doch die Gruppe ist deutlich aufmerksamer als zuvor und die beiden müssen noch vorsichtiger pirschen. 500 Meter liegen noch zwischen ihnen und ihrer Beute. 500 Meter aus klappernden Steinen und wenig Deckung. Für die letzten Meter kommt ein Spezialtrick zum Einsatz. Sebastian dreht den Pirschstock nach oben, um mit der Zielauflage unter dem Kinn einen Oryx zu imitieren, der spitz auf die Springböcke zuzieht. Doch als sich Michael fertig gemacht hat, zieht der Bock weiter.
hat gut. Ja, ob der gut hat. Doch, hat gut. Die offene und menschenleere Landschaft erlaubt den Schuss ohne Kugelfang, der den Bock nach wenigen Schritten verenden lässt. Ja. Jetzt bricht das zusammen. Weidmanns Seil. Oh. Ja. Jo. Ja, den kopiert hat. Ich sehe das. 200 Meter. Ja. Boah, das ist aber. Das ist schon die Entfernung, ey. Boah, cool. Danke. Das war super. Hat er uns aber gut ausgehalten, ey. Puh. Sehr gut. Geiler und starker Bock. Ja. Vielleicht sehen wir die Blume noch, wenn wir jetzt schnell hochgehen. Ja. Aber Sebastian und Michael müssen sich beeilen, wenn sie noch die Blume sehen wollen. So wird das Phänomen genannt, bei dem der Springbock seine Rückenhaare aufstellt, wenn die letzten Nerven erschlaffen. Öffnet sich dann beim Beenden noch einmal das letzte Mal und schließt sich dann. Und hier kannst du mal riechen. Das ist wie so ein Parfum, das ist so ganz süß. Hätte man gar nicht gedacht. Ja. Tja. Das ist eine sehr interessante Trophäe, so eine weite Auslage. Das ist nicht so lang, also. Ja. Von der Länge her. Hey, top. Sehe ich sofort. Cool aus. Ganz interessant, ja. Fast so eine Herzform. Genau. Schon, ne? Ja. Sehr schöner Bock. Ja. Michael, Weidmanns Seil. Was sagen Sie, Sebastian? Springbock. Vielen Dank. Das war super gepirscht. Ja. Und dann noch die Distanz über den Stock. Ja, da war ich auch ein bisschen froh, ehrlich gesagt. Das ist dann immer super. So und dann habe ich gesagt, nee, das ist der Junge, weil da sind die Spitzen, die zeigen quasi noch so nach vorne. Das heißt, die verändern sich beim Älterwerden, Alter, drehen genau. Die sich aus. Und bei dem Kleinen, der uns angewechselt hat, da unten hat man das auch gesehen, der hatte so wie so Gams, umgedrehte Gams quasi so nach vorne. Die, und dann schieben die hoch. Ach so, die machen noch einen Twist quasi. So genau, im Alter, ne? Ja. Und dann drehen die sich so nach hinten mehr. Oder so herzförmig halt. Schnell bringen sie den Bock in den schützenden Schatten, bevor es zügig zu dem zuvor erlegten Keiler geht. Die ist so eingetaumelt, ne? Aber ein super Keiler. Ein super Keiler. Sehr gut. Kann man innen drin sehen, ob die noch ganz breit sind oder ob die so schon ein bisschen verengen. Ja, der und, auch hier halt, ob die stumpf sind hier oben. Diese Seite, das hat er nicht so viel gearbeitet. Aber hier hat er schon ganz Abschliff an der Waffe. Die haben meistens auch eine Seite, wo die mehr mit graben und so. Vorerst beenden die beiden die Jagd, um das Wildbret in die Kühlung zu bringen. Mit der Beute im Gepäck geht es zurück auf die Farm, wo am Abend schon ein schönes, warmes Lagerfeuer auf sie wartet. Wer auf Falkenhorst Weidmanns Heil hat, wird mit seinem selbst erlegten Wild verköstigt. Vom Springbockrücken bis zur Kuduleber wird alles zu feinen Gerichten verarbeitet. Wer wiederum nichts erlegt hat, muss sich mit Salat zufrieden geben. Einen besseren Ansporn für die Jagd kann es nicht geben. Das zweite Töpfchen. Das ist sogar ein richtiges kulinarisches Eis. Kurzes Eis von hinten. Am nächsten Morgen werden Wilhelm und Michael von Berufsjäger Helgard und Terrierhündin Nandi geführt. Die Jagd hat noch nicht richtig angefangen,
als sie schon durch eine Reifenpanne aufgehalten werden. Die scharfkantigen Steine und die anhaltende Trockenzeit strapazieren die Reifen der Fahrzeuge besonders stark. Dank der geschickten Hände von Berufsjäger Helgard und Helfer Niklas ist die Panne schnell behoben und es kann weitergehen. Plötzlich entdeckt Helgard einen passenden Springbock, der vor dem Auto flüchtet und verschwindet. Der soll es sein. Damit sich der Bock wieder beruhigen kann, stellt Helgard das Auto ab und wartet einige Minuten. Während Michael dieses Mal am Auto wartet, pirschen Wilhelm und Helgard los. Doch der gesuchte Bock hat sich einem kleinen Rudel angeschlossen, das aufmerksam in alle Richtungen äugt. Mit größter Vorsicht müssen sich die zwei heranpirschen. Sie müssen auf einen günstigen Augenblick warten, um näher an den Bock heranzukommen. Zu viele Lichter sind auf die beiden Jäger gerichtet. Helgard freut sich über den perfekten Schuss und Wilhelms ersten Springbock. Michael hat den Kugelschlag gehört und kommt freudig herbei, um Wilhelms Beute zu sehen. Na schon gut. Ein Ausnahmespringbock ist zur Strecke gekommen. Zumindest was das Alter angeht. Uralt und abgegeben. Normalerweise haben die das so, also wenigstens nach innen und oft zurückgedreht. Der hat das alles schon abgekämpft. Guck mal, die Ringe geht fast bis oben. Also ist ein uralter Kämpfer. Das ist ein starker Träger. Ja, guck mal. Zur Kamera. Unter der fachmännischen Anleitung von Helgard bricht er seinen ersten Springbock auf. Wie war es für ihn, das erste Mal in Afrika zu jagen? Durch Jagen eine viel intensivere Beziehung zum Tier bekommt. Komischerweise ist das so. Beschäftigt sich mehr damit und entscheidet sich auch aktiv, so ein Tier zu töten. Und das führt dazu, dass man eine ganz andere Beziehung zum Tier kriegt. Als am nächsten Morgen der Hofhahn kräht, sind die Jäger schon lange wach und bereit für die Abfahrt. Auch Sebastian ist sehr zuversichtlich. Und ja, das Wetter ist gut, heute ist einiges wärmer. Also ich denke mal, ja, dass wir mehr Anblick haben werden, weil letzte Woche war es schon sehr kalt und da legen sich die Tiere ein bisschen mehr in die Senken und so. Und heute werden sie, denke ich, aktiver sein. Von daher sollte es passen. Sebastian fährt zusammen mit zwei neuen Gästen raus ins Revier. Auch er heißt Wilhelm. Er konnte aber bereits einige Erfahrungen in Afrika sammeln. Trotz langem Abglasen kommt nur wenig Wild in Anblick.
Der anhaltende Wind scheint die Tiere in die Senken zu drücken. Meilenweit nichts als leere Landschaft. Dann entdeckt Sebastian einen möglicherweise passenden Oryx. Ja, wir haben jetzt hier im Gegenhang zwei Oryx gesehen. Der eine davon sieht ziemlich gut aus und der Wind passt eigentlich auch. Wir beobachten jetzt die bisschen, wie die ziehen, aber die ziehen ziemlich ruhig, also sind jetzt am Esen. Ich denke, da können wir gleich versuchen, die anzugehen. Schnell ist die Entscheidung getroffen und die Ausrüstung vom Auto geholt. Wieder pirschen sie zu zweit los, während einer am Auto verbleibt. Denn auf den klirrenden Steinen ist jeder falsche Tritt einer zu viel. Doch nach wenigen Schritten sind die Oryx wie vom Erdboden verschluckt.